Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für Filmbesprechungen. Und genau eine solche kriegt ihr jetzt um die Ohren geballert, denn wir hatten bereits vor Corona, also vor einer Ewigkeit, die Gelegenheit, uns A Quiet Place 2 anzugucken in Pressevorführungen. Das haben in dem Fall auch Anna, Mike und Stu für uns getan. Und das Ding ist echt schon ewig auf meiner Platte. Es gab ein dickes Embargo, wir durften ewig nicht drüber sprechen. Und jetzt kommt der Streifen endlich am 1.7. in die Kinos und lief vorab bereits auch beim den Fantasy Filmfest Nights. Deswegen ist es ja gleichzeitig auch so eine Art Special, dass wir mit den Fantasy Filmfest Nights XL, heißen sie genau genommen, mit veröffentlichen. Und jetzt sei es drum, gar nicht mehr so viel plaudern. Ich wünsche euch mega viel Spaß bei diesem relativ langen, ausgiebigen und total faszinierenden Special zu A Quiet Place 2. Ciao! Hallo, willkommen zum Telestammtisch mit der Besprechung des Films A Quiet Place 2. Normalerweise würde ich jetzt einfach die Fakten runterrattern, aber das ist ein besonderer Kinostart, deswegen erstmal die Begrüßung meiner heutigen Mitstreiter. Einmal hallo an die Anna, hallo. Hallo. Und ein liebes Grüßi an den Mike, hallo. Hallihallo. Ja, ich bin der Stu. A Quiet Place 2, Länge 96 Minuten, FSK 16, Regie wie beim ersten Teil John Krasinski. Und der Cast besteht unter anderem aus Emily Blunt, Millicent Simmons, Noah Jupe und Cillian Murphy. Jetzt habe ich im ganzen kleinen Ratsch vergessen, wer von euch beiden erzählen möchte, worum es im Teil 2 geht. Das bin ich. Oh gut, bitte. Ja genau, eigentlich baut der zweite Teil auf dem ersten auf, auch mit so ein bisschen Vorgeschichte, wie überhaupt diese ganzen Aliens auf die Erde gekommen sind. Und dann geht's eigentlich darum, dass die jetzt ihr Heim verlassen, das im ersten Teil gespielt hat, und dann einfach versuchen, einen sicheren Hafen zu finden. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht verraten, weil das ist jetzt eigentlich schon die gesamte Geschichte. Und da treffen sie halt irgendwann mal auf den ehemaligen Freund Emmett, der von Cillian Murphy gespielt wird und der ihnen dann auch noch hilft. Um eins auch klarzustellen, wir werden versuchen, Spoiler zu vermeiden zum zweiten Teil. Vielleicht werden wir am Ende des Podcasts noch einen separaten Spoilerbereich einfügen. Das entscheiden wir dann spontan. Wir werden aber, glaube ich, schon definitiv den ersten Teil spoilern. Deswegen seid ihr hiermit gewarnt. Gut, dann fangen wir an. Du hast den Anfang schon angesprochen. Der Anfang zeigt uns ja erstmals, wie es zu dieser Invasion kommt. Ich fand den Anfang stark, muss aber gestehen, ich fand ihn nicht so intensiv wie beim ersten Teil, weil der erste Teil den Vorzug hatte, dass wir nicht wirklich wussten, was da Sache war. Ja, beim ersten Teil haben wir diese Familie gesehen, wie sie leise da rumgeschlichen ist und dann relativ plötzlich dann einfach so ein Monster erscheint und ein kleines Kind tötet. Der zweite Teil baut jetzt mehr auf Schauwerte am Anfang, mehr auf Randale, mehr auf dieses Gefühl der Unsicherheit und des Chaos. Das fand ich durchaus stimmig, muss aber halt trotzdem sagen, der erste Teil hat mir beim Prolog besser gefallen und jetzt dürft ihr gerne ergänzen oder mir widersprechen, wenn ihr wollt. Also ich würde so ergänzen. Okay. Beziehungsweise auch widersprechen. Okay. Denn du bist raus. Einmal bitte aus der Tonspur rauslöschen. Ja. Nee, ich fand wirklich diese Opening-Sequenz, also wir sind da quasi am Day Zero sozusagen, an dem die Aliens auf der Erde landen oder abstürzen, was auch immer. Und ich muss sagen, ich fand das sehr atmosphärisch inszeniert, also sehr eine dichte Atmosphäre wurde da geschaffen. Man hat, man fühlt mit den Menschen so ein bisschen mit, was da jetzt genau gerade passiert, wie langsam Panik aufkommt und ja, alle zu ihren Autos rennen und versuchen nach Hause zu kommen irgendwie. Was natürlich noch diesen Panikfaktor und diese Intensität verstärkt, ist, dass das alles zum Großteil zumindest in einem One-Shot inszeniert ist, was schon im Trailer leider ein bisschen gezeigt wurde oder verraten wurde, den ich aber im Kino immer noch super fand. Obwohl ich den Trailer wirklich, ich glaube, 10-mal vorm Fantasy Filmfest gesehen habe. Der lief da nämlich vor jedem Film, was mich dann irgendwann genervt hatte. Aber wie gesagt, das war ein sehr intensives Erlebnis, auch wenn man als Zuschauer wusste, was passiert. Man ist gespannt darauf, wie die Leute herausfinden, was diese Wesen sind, wie die auf Menschen reagieren. War dann aber auch in ein, zwei
Sequenzen oder Handlungen ein bisschen erstaunt, wie zielgerichtet die einzelnen Charaktere bereits gegen die Aliens agiert hatten, also mit keinen Ton von sich geben und so weiter. Das war ein bisschen merkwürdig, aber das ja, liegt daran, dass wir eben schon mehr wissen als die Charaktere selbst. Ja. Anna, wie hat dir der Anfang gefallen? Mir hat der Anfang gut gefallen, obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, immer wenn Katastrophenfilm oder irgendwie Aliens über die Erde fliegen, ist immer ein Baseballspiel. Ist euch das schon mal aufgefallen? Es ist ständig irgendwas mit Baseball. Ja, wir spielen da, wir haben hier unserem Alltags-Sonntagsspiel mit unseren Kindern, wir spielen Baseball und dann kommt das Alienschiff. Also das ist das Einzige, was mich so wieder ein bisschen, oh, schon wieder Baseball. Aber sonst fand ich eigentlich den Anfang ziemlich spannend, da, wie sie dann losgestürmt sind und dann auch diese kleine Autoszene fand ich unfassbar gut gemacht. Mhm. Auch von den Schnitten her fand ich das auch sehr gut umgesetzt, dass nicht so viele Schnitte waren und man gar nicht mehr weiß, wo der jetzt hinläuft und so weiter. Ja, also ich habe da echt mitgefiebert und ich fand es auch ganz gut. Wen ich total gerne mag, das ist die Tochter, die Taubstumme, wie heißt sie nochmal? Das ist die Regin Abbott, oder? Nee, die heißt Millicent Simmons. Der Charakter. Millicent Simmons. Genau, aber die fand ich, ja genau, aber die fand ich auch total ganz großartig, die mag ich total gerne. Ja, aber der ganze Anfang, den fand ich eigentlich ziemlich gut. Also das ja, war also, halt ein solider Alien-Anfang. Also versteht mich nicht falsch, ich fand den Anfang auch gut. Ja, also technisch super gemacht. Auch dieses Anfang, dieses heimliche, so, weißt du, dieses heimige meine ich so, dieses kleine Dorf, was sich halt zum Baseballspiel trifft, ja. Und der Vater geht noch kurz vorher was einkaufen und man kennt sich beim Besitzer und ne, und hier lass anschreiben, all die schöne Sachen so. Nur der erste Teil ist halt ein Film, der sehr intim ist. Da geht es ja wirklich nur um diese Familie. Deswegen war der Anfang so schön passend, weil da wurde ja gleich dieser Familie ein unglaublicher Schicksalsschlag beigefügt. Und der zweite Teil, da hatte ich das Gefühl, okay, die Leute wissen halt, worum es geht, ja, was der, ich sag mal, der Clou des Films ist, nämlich die Stille. Also lassen wir jetzt ordentlich rabatzen. Und du, Mike, hast ja gerade eben den Trailer angesprochen. Und ich habe den Trailer nicht so oft gesehen wie du, Gott sei Dank. Ich hatte bei, es gab den, ich weiß nicht, ob es der erste oder zweite Trailer war, der war halt so geschnitten, dass es aussah, als wäre der zweite Teil so ein bisschen vergleichbar wie Alien zu Aliens die Rückkehr. Ja, also dass man da mehr auf Action setzt. Und ich hatte zumindest in den ersten 10 Minuten das Gefühl, okay, das ist jetzt die Marschrichtung, die sie gehen. Und ich war ein bisschen besorgt, weil es kann gut sein, einen Film oder eine Fortsetzung mit mehr Action auszustatten, war dann aber relativ beruhigt, dass relativ schnell klar wird, okay, der Film hat definitiv mehr Actionsequenzen als der Vorgänger, aber es ist kein rein restliches Actionfest. Ja, das kann man ja, ist quasi die Sorge eines jeden Sequels, dessen Vorgänger erfolgreich war, mehr Budget, mehr Action-Szenen, einfach größer, besser, mehr. Mhm. Das spürt man jetzt bei A Quiet Place 2 auch. Er sieht wesentlich besser aus, gerade was, ich sag mal, die Monstersequenzen angehen. Davon gibt's wesentlich mehr, auch mit wesentlich mehr Close-Ups und so weiter. Also da spürt man schon, dass da ein paar Millionen mehr drin stecken. Ja, so, jetzt lassen wir mal den Anfang hinter uns. Du hast ja schon gesagt, Anna, dass der Film eigentlich direkt dort ansetzt, wo wir die Familie am Ende des ersten Teils verlassen haben. Und ich mochte das Ende des ersten Teils wirklich gern. Zum einen, weil ich dachte, endlich hat jemand mal das Ende von Mass Attack aufgegriffen. Okay. Ja. Zum anderen, weil dieses Ende hatte sowas Hoffnungsvolles. Zum einen war es halt so ein Kick-Ass-Ende, ja. Also es war so klar, okay, die Familie weiß jetzt, was sie gegen diese Invasoren ausrichten kann, wie sie besiegen können, ja. Und allein diese Szene, wenn Emily Blunt am Ende des ersten Teils nochmal die Schrotflinte durchlädt, ich so, oh ja, geil, ja, genau, ja, genau. Und hatte dann erwartet vom zweiten Teil, dass er halt auch so ein bisschen in die Richtung geht, dass sie jetzt wirklich versuchen, diese, ich sag mal, Aliens zu besiegen oder zumindest sich effizient dagegen sie zu wehren. Und war dann doch ein bisschen enttäuscht, dass es dann doch wieder nur so eine Art, ja, wir verstecken uns, wir fliehen. War. Ja, du kannst gerne unterbrechen. Ich, ja, aber da muss ich wirklich unterbrechen. Ich meine, man weiß ja, dass das so eine spezielle Tongeräuschfrequenz ist. Hm. Aber wie willst du die denn jetzt groß bekämpfen, wenn du keinen Radiosender hast, der irgendwie laut rausstrahlt? Du musst ja erst einmal was finden, Überträger.
Also die hatten, die waren jetzt nicht so ausgestattet, dass sie jetzt da, haha, ich baue mir jetzt mein eigenes Radio und sende die Frequenzen in die ganze Welt. Das funktioniert ja so nicht. Also ich würde das auch nicht als Kritikpunkt an den Film ansetzen. Ich würde diesen Kritikpunkt tatsächlich eher an meinen eigenen Erwartungen ansetzen, tatsächlich. Ja, da hast du die Heimwerker-Erwartungen von denen ein bisschen unterschätzt. Ja, ich dachte halt einfach, im zweiten Teil holt sich Emily Blunt einfach die Minigun aus dem Keller, ja, und dann wird erstmal gerockt. Ja, aber dann ist ja der zweite Teil absolut egal. Dann hätte er ja nicht gebraucht, den zweiten Teil. Ja, ja. Wie fandet ihr denn diesen Übergang vom ersten zum zweiten Teil, wenn ihr jetzt mal den Prolog wirklich außen vor lasst? Ja, ganz gut. Also es muss ja irgendwie weitergehen und die haben sich halt jetzt von zu Hause sozusagen verabschiedet und sind dann losgegangen, um andere Menschen zu finden. Also ich glaube, dass du auch ein bisschen den Austausch brauchst und Hilfe brauchst, vor allem, weil ja das Kind, das Baby da ist und ich glaube, ja, ich glaube, das war ja auch noch alles unter Wasser und eigentlich hatten die so einen harten Wasserschaden, den sie einfach so auch nicht mehr reparieren konnten. Die waren ja gezwungen eigentlich zu gehen. Ja, der Übergang, also ich finde es schön, dass es so einen fließenden Übergang von Teil 1 zu 2 gibt, also ja. Ohne, wenn man jetzt den Prolog da außen vor lässt, aber das hat mir sehr gut gefallen, dass es mal schön ineinander übergeht. Man kann eigentlich den als einen Film gucken, das finde ich ganz gut. Das stimmt tatsächlich. Also wenn du wirklich diesen Prolog vielleicht weglässt oder gerade am Anfang des Doppelfeatures setzt, wäre das wirklich ein Film, das stimmt, ja. Ja. Und die beiden gehen ja nicht so lange, da hast du vielleicht so einen 3-Stunden-Film. Ja, John Krasinski ist ja nicht mehr Teil des Casts, auch wenn wir ihn am Anfang halt doch mal sehen. Schade. So als kleinen Gastauftritt. Wie ihr hört, ein Drittel der Beteiligten in diesem Podcast finden das schade. Ja. Zwei Drittel sagen sich, wow, okay. Er hat so eine große Nase. Das ist der attraktivste Mensch mit der größten Nase, den ich jemals kennengelernt habe. Mehr dazu im exklusiven Nasencast von Anna. Ja. Stattdessen haben wir jetzt halt den eben bereits erwähnten Cillian Murphy, der Emmett spielt, der ja auftaucht und, seien wir ehrlich, schon so dargestellt wird, dass wir selbst nicht so richtig wissen als Zuschauer, ist er Freund oder ist er Feind? Findet ihr, dass der Film oder die Geschichte diese Art von Figur wirklich gebraucht hätte? Ja. Also am Anfang, da wird ja auch im Prolog gezeigt, dass man auch so checkt, aha, die sind mit dem befreundet. Und da hat man auch gedacht, sind die jetzt wirklich mit dem befreundet oder ist der einfach so ein bisschen der Dorfprolet, der da einfach daneben sitzt und seinen Hilibili-Sohn anfeuert. Aber eigentlich dann in den nächsten Minuten nach dem ersten Eindruck merkt man schon, ja, das sind eigentlich ist es ein ganz netter. Der ist halt nur tätowiert und sieht halt ein bisschen mehr Redneck aus, aber ist es eigentlich gar nicht. Und dann später im Film, ich meine, der hat nichts mehr zu verlieren. Er hat seine ganze Familie verloren. Er schreitet ein, wenn ich spoilere. Mhm. Er hat seine ganze Familie verloren und warum sollte er jetzt den anderen helfen? Deswegen, er ist schon gut, wie er ist, finde ich. Ja. Er ist schon so ganz gut angelegt, wie er ist. Der ist eine gute Figur da drin, finde ich. Und ich mag ihn auch total gerne. Das ist jetzt wirklich zufälligerweise. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Schauspieler, der männlich ist, gut finde, aber ich finde einfach jetzt gerade die zwei Schauspieler, vor allem aus Peaky Blinders kennt man den auch, ich finde den großartig. Und auch bei Batman Begins hat er den Scarecrow gespielt. Der kann halt einfach auch, der ist unfassbar gut. Der kann auch wirklich den liebenden Vater spielen oder den Psychoprofessor, der seine Patienten vergiftet. Also ich mag den echt gerne. Ich muss ja gestehen, als ich ihn in Quiet Place 2 gesehen habe, muss ich immer an 28 Days Later denken. Oh ja. Ah ja, genau, da hat er halt auch Apokalypse aus. Ja. Ja. Ist halt einfach gut. Der kann überall mitspielen. Mike, was sagst du denn zu der Figur des Emmett? Ja, also ich finde ihn, ich mag seinen Charakter, aber ich finde ihn teilweise ein bisschen verschenkt, was aber leider ein bisschen zusammenhängt mit dem Skript. Ja. Dass sich immer ein bisschen so gezwungen anfühlt und ihn halt auch dementsprechend einsetzt. Aber ansonsten, ich mochte ihn. Ich mag Cillian Murphy, ich find's schön. Wie gesagt, 28 Days Later, der Mann, der weiß, wie man eine Apokalypse übersteht, zumindest so gut es geht. Wobei er in Quiet Place nicht überlebt hätte, weil dann wäre er erstmal rausgegangen, hätte geschrien, hallo, ist da jemand? Und dann zack. Wenn man die Filme übereinander legt, ja. 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 Aber sonst wirklich, ich habe mich auch damals schon gefreut, als ich im Trailer gesehen habe, oh, das ist doch Cillian Murphy. Und dann
Super, finde ich schön, dass er jetzt in so einer großen Produktion auch, sag ich mal, eine relativ tragende Rolle spielt. Ja, das freut mich auch. Mike, du hast etwas angesprochen, was ich auch für einen sehr validen Kritikpunkt halte, beziehungsweise das, wo ich auch die größte Schwäche in dem Film sehe, nämlich das Drehbuch. Ich möchte jetzt hier nicht spoilern, aber es gibt, ich würde sagen, so nach grob der Hälfte macht der Film so eine narrative Entscheidung, die ich nicht wirklich gutheißen kann, weil dann wird der Film so aufgesplittet in drei Grüppchen, würde ich sagen. Und der Film oder die Handlung springt halt immer von Gruppe A zu Gruppe B zu Gruppe C. Und das Problem, was ich hatte, es gab halt Gruppe A, wo ich die Story echt ganz interessant und spannend fand. Und es gab halt Gruppe B und C, deren Story ich eher so, oh, okay, fand. Und es kam für mich einfach kein erzählerischer Fluss dabei zustande. Und das Ganze wirkte sehr stockend. Ihr könnt mich auch hier wieder gerne ergänzen oder widersprechen. Nee, diesmal gebe ich dir tatsächlich recht. Yes! Weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Story mit der Millicent Simmons, die Regan Abbott gespielt hat, die fand ich spannend. Ja. Im Gegensatz zu ihrem Bruder, oh, ja, der Noah Juppe, oder Juppe, glaube ich, heißt er. Juppe. Markus heißt die Figur. Ja, der Noah Juppe, der war jetzt nicht so der Held. Das war so ein bisschen so ein Jammerlappen, der mich ein bisschen aufgeregt hat. Gut, es ist ein Junge in der Apokalypse, da kann man der ja sagen, auch einen der Unfall Arme, hatte. Das ja, der auch einen Unfall hatte. Der übrigens aber auch so gewirkt hat, als ob dieser Unfall nur vom Drehbuch deswegen platziert worden ist, damit der halt wirklich in dieser ich nenne es mal, Einrichtung bleibt. Ne? Also, ja, schon, aber er ist halt nicht in dieser Einrichtung geblieben, der Depp. Ja, aber ganz ehrlich, also es gibt halt einfach relativ am Anfang des Films einen Unfall, ihr wisst, was ich meine mit dem Jungen, ja, und der Film geht eigentlich nie wieder darauf ein. Außer natürlich, dass er natürlich jetzt, sag ich mal, gehandicapt ist. Aber ich dachte mir die ganze Zeit, hat dieser Emmett diesen Unfall aus Versehen verursacht? Ist das einfach so ein Ding, was da aus Versehen liegen geblieben ist? Wo ich mir dachte, warum liegt das dann da? Das war schon der Emmett. Ja, das hat mich ein bisschen gestört, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, es fühlt sich in dem Sinne wirklich, also das Drehbuch versucht sich immer in eine gewisse Richtung zu drängen. Also man hat das Gefühl, sie wissen, wo sie hinwollten, ganz zum Schluss, und haben darauf sozusagen das Drehbuch hin abgestimmt. Mhm. Und deswegen auch diese Aufsplittung in diese drei, sag ich mal, Nebenstory-Stränge, um das ein bisschen, ja, auch in die Länge zu ziehen vielleicht. Weil, wie du schon sagst, das springt immer so zwischen den verschiedenen Grüppchen, Charakteren hin und her. Was an sich eigentlich ganz cool ist, wie es inszeniert wird, weil die Spannungspunkte, also die Höhepunkte immer quasi zeitgleich passieren und so ein bisschen aufeinander aufbauen. Es ist dann zum Teil mit so einer Parallelmontage, also wir springen dann direkt hin und her, sekündlich sozusagen, um dann das Event aufzulösen. Das fand ich ganz cool, aber wie gesagt, wenn man dann wieder länger drüber nachdenkt, ist das alles ein bisschen, oh. Ich fand es halt in der Hinsicht auch schade, weil die zwei großen, wichtigsten Elemente dieser Filme ist halt einfach die Stille und die Familie. Und dass die Familie aber im zweiten Teil so zerrissen wird, fand ich sehr schade. Und ohne zu spoilern, ich fand das Ende auch schwach, weil der erste Teil hat halt einfach ein schon offenes Ende und der zweite Teil hat auch ein relativ offenes Ende, so viel sei verraten. Aber er hatte, trotz allem hatte der erste Teil es war ein befriedigendes Ende. Und ich hatte das Gefühl beim Ende vom zweiten Teil, dass es so ein bisschen ist wie eine Folge einer Serie, wo ich weiß, nächste Woche geht's weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das. Ich finde, das Ende war genau dasselbe Ende wie beim ersten Teil. Aber nur mit einer kleinen Erweiterung. Es war eigentlich 1:1 dasselbe. Ich glaube, wir sollten vielleicht das jetzt hier gleich abhaken, ein bisschen weiterreden und am Ende möchte ich einen Spoiler-Part machen, wenn das für euch okay ist. Ja, gut, dann bitte, Mike. Ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Alles gut, Entschuldigung. Hingegen jetzt noch, Anna, zum ersten Teil, da hat man ja sozusagen diese eine Offenbarung, dass das Hörgerät quasi gegen die Aliens wirkt und jetzt im zweiten Teil fällt ja sozusagen diese Offenbarung einfach weg. Also man hat nicht mehr diesen Aha-Moment und deswegen fällt wahrscheinlich das Ende im Vergleich zum ersten Teil auch so stark ab.
aber es ist halt eigentlich, ja gut, ab hier eher rede ich erst mal beim Spoiler weiter. Okay, ich hätte auch nur einen Punkt, jetzt, den wir jetzt besprechen können, also außer ihr habt natürlich noch was. Und das ist ein großes Lob, denn ich hatte mit dem ersten Teil ein wirklich explizites Problem und das war der Soundtrack. Ich fand, dass der erste Teil viele seiner Momente dadurch kaputt gemacht hat, indem der Score einfach mal penetrant drübergelegt worden ist, selbst bei stillen Momenten. Und ich fand, das haben sie im zweiten Teil wirklich verbessert. Ich hatte wirklich das Gefühl, A Quiet Place 2 ist wirklich noch um einiges stiller als der erste. Ja. Sie so, ah, geben wir ihm recht. Ja, mal gucken. Ich musste kurz überlegen, aber ich finde auch stark, wie souverän sie damit umgehen, Stille zu inszenieren. Also sie nehmen wirklich ganz bewusst auch immer den Soundtrack weg und Töne und Soundeffekte auch. Das fand ich sehr mutig auch. Vor allem, wenn man in der Reagan in ihrem Kopf drin ist, dann hört man sowieso nichts. Und das finde ich halt ein ziemlich geiler Effekt, wenn sie sich da umschaut und sowieso nichts hört. Und dann diese ganzen Viecher von allen Seiten kommen oder irgendwie Unfälle passieren und so weiter. Und das halt einfach in absoluter Stille ist, weil man ist dann irgendwie so in ihrer Welt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich das jetzt gerade, die Reagan, dann finde ich so ein krass guter Badass-Charakter. Ich mag die total gerne. Also die habe ich wirklich gefeiert im zweiten Teil. Auch wenn sie manchmal ein bisschen, haha, jetzt die Welt retten, tschüss, mach's gut, ihr Idioten. Aber ich finde die echt gut. Ich mochte die echt gerne. Und vielleicht noch zu dieser Inszenierung von Reagan und ihren, sag ich mal, ihre Kopfstimme sozusagen zu kommen, wenn der Ton wegfällt. Man wechselt quasi dann einfach übergangslos in unsere Realwelt, sag ich mal, zu den Hörenden, was auch immer super funktioniert. Also das stimmt, das war echt spannend immer. Also ich muss ja gestehen, ich fand es wirklich toll, dass er wirklich noch stiller ist als der erste Teil. Kurze Anekdote, bei der Presseaufführung zum ersten Teil wurde uns gesagt, dass wir ein Freigetränk bekommen zum Film, aber auch eine Portion Popcorn, wenn wir wollen. Und ein Kollege von mir bei Movie Break hatte den ersten Teil schon 2-3 Tage vorher in Berlin gesehen, hat mir wirklich einen Pirat geschrieben, wenn sie dir anbieten, Popcorn zu nehmen, tu es nicht. Und er hatte recht. Und ich muss gestehen, ich glaube, dass man wirklich am Kino irgendwie so eine Warnhinweis aufhängen sollte. Leute, bitte isst kein Popcorn oder Nachos bei diesem Film. Oder haut das Zeug bitte in der Werbung weg, aber nicht während des Films. Weil ich kann mir vorstellen, bei diesem Film kann jedes kleine Husterchen, jedes kleine Knackgeräusch und Knispern wirklich dafür sorgen, dass die Atmosphäre flöten geht. Ich weiß, was noch schlimmer ist als Popcorn. Nachos. Hallo? Unser Podcast heißt Popcorn und Nachos, also bitte. Ja, damit hat der Mike leider keinen Zutritt mehr in die Vorstellung von A Quiet Place 2. Nein! Dieser Film ist nichts für deinen Stream. Gut, ich hätte jetzt nichts mehr auf der Uhr, sage ich mal, was ich jetzt hier spoilerfrei besprechen könnte. Wollen wir jetzt schon das Fazit machen oder wollen wir das Fazit nach dem Spoiler-Part machen? Was ist euch lieber? Machen wir das nach dem... Zuerst den Spoiler-Part, dann das Fazit, würde ich sagen. Spoiler-Part. Okay, wegen dem Ende nochmal. Wie gesagt, die Mutter ist unterwegs, um Sauerstoff zu holen für das Baby, wo ich mich auch gedacht habe, hast du wirklich nur eine Pulle mitgenommen, Kind? Also das ist ein bisschen wenig. Es ist sauschwer. Ja, okay, ja. Und die hatten, glaube ich, auch nur noch eine Pulle. Nee, die hatten doch mehr. Ist ja egal, jetzt ich habe recht, Punkt, so. So. Tut mir leid, dass ich dich hinterfrage. Es wird nicht wieder vorkommen. Du gibst mir eindeutig zu viele Widerworte. Das ist ganz, ganz schlimm. Nee, auf jeden Fall, sie rettet halt ihren Sohn. Ja, was mich am Ende wirklich gestört hat, ist, ich fand es einfach nicht zufriedenstellend. Zwar haben sie es geschafft, diese Ultraschallwellen irgendwie mit dem Radio zu koppeln, dass man es also, sag ich mal, in dieser Region halt ausstrahlen kann, wenn man will. Aber was ich wirklich schade fand, ist, dass es keine Wiedervereinigung gab. Ach so, ja, das hat mich auch total gestört. Ach, jetzt auf einmal. Das fand ich richtig kacke, weil ich will so einen Film so ein bisschen ausflären lassen. Also, haha, Badass, weg. Und das fand ich richtig scheiße. Also, das hat mich echt genervt. Ja, stimmt. Jeder hat so seinen eigenen Erfolg gefeiert. Beziehungsweise hat dann mitbekommen, ah, sie hat's geschafft, aber so wirklich gemeinsam gefreut. Ist so dieses wie bei Star Wars. Am Ende machen alle eine große Party, wo alle zusammenkommen, aber hier gab's es nicht. Das fand ich halt wirklich schade. Ich habe wirklich drüber nachgedacht und ich glaube, dass mir das Ende halt nicht so gut gefallen hat, lag einfach daran, dass es keine Wiedervereinigung gab. Deswegen fühlte sich das Ende für mich halt wirklich an wie das Ende einer Serienfolge, wo ich halt weiß, nächste Woche geht's weiter.
Jetzt weiß ich, was du meinst, ja, stimmt. Ja, es war halt einfach zu schnell Pflaster abreißen. Und was ich halt einfach total gerne mag an Filmen, ist, wenn halt einfach die wieder zusammenkommen und dann man noch so ein bisschen von ihrem weiteren Leben noch ein bisschen sieht. Da ist es halt einfach, haha, wir haben die Lösung, puff, aus. Und da denke ich mir halt einfach, sogar bei Zombieland haben sie eine Familienzusammenführung. Und da dachte ich mir halt einfach so, schade, das ist mir jetzt nicht befriedigend. Genau, das ist eben mein Problem. Ich habe in meinem Leben schon wirklich weitaus schlimmere Enden gesehen. So ist es nicht. Aber ich weiß halt noch, mit welchem guten Gefühl ich aus dem ersten Teil rausgegangen bin. Ja, trotz seiner Fehler. Der hat ja auch seine Fehler. Und beim zweiten Teil fühlte ich mich halt wirklich so, okay, ist Ende. Tschüss, fand ich schade. Ja. Oder sieht der Mike das anders? Nee, ich stimme dir da vollkommen zu. Das hat sich sehr abrupt angefühlt. Also man hat so hingefiebert darauf, dass beides schaffen. Das war ja sozusagen, dass sie ihr Hörgerät an den Radiosender anbringt und dadurch die anderen rettet und sie sozusagen das Alien besiegen. Und dann, alle freuen sich, aber dann ist vorbei. Es ist, ja, Monster of the Week Feeling. Genau. Ja, und die andere Sache, die mich auch noch genervt hat, das war der Junge. Der war. Aber ich verstehe dich da schon, nur. Ja, natürlich. Ein kleiner. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das schon echt. Also, der Schrei tat mir auch wirklich weh, als er diese Bärenfalle tritt. Ja, das fand ich auch krass. Das fand ich aber richtig krass. Aber dass er da seine kleine Schwester, Baby, alleine zurücklässt und dann da hochgeht und dann auch irgendwie total nichts kontrolliert. Weder das Handtuch in dem Dings drinnen oder dann noch die Sauerstoffflasche. Und das mit dem Handtuch, muss ich mal einspringen. Ich fand, das war verständlich, weil er Panik hatte. Ja, aber warum muss er denn da hochgehen und die Leiche entdecken? Das hätte nicht sein müssen. Was wollte er denn da oben? Ja, einfach, weil es halt total scary war. Weißt du, so eine verwesene Leiche, so scary. Ich fand eher das Verhalten der Schwester sehr fragwürdig. Also, wie gesagt, der Film, er drückt sich sozusagen in eine Richtung, dadurch, dass er einfach sagt, ja, die Schwester geht jetzt alleine auf eigene Faust los, anstatt einfach alle mitzunehmen, um das Ganze ein bisschen sicherer zu machen. Aber ich muss auch gestehen, ich fand die Schwester da auch nerviger als den Jungen. Tut mir leid, Anna. Ja, starker Charakter, aber leider dann doch nicht. Ja, gut, ich kann sie nachvollziehen, was ich aber nicht nachvollziehen kann. Ich meine, die ist ja taub und die, wenn sie auf dem Ast tritt, dann hört sie das nicht. Aber alles um sie rum schon. Aber das fand ich halt ein bisschen, die hätte halt da das vielleicht mit dem Emmett mal von vornherein, ja, obwohl, dann wäre er nicht mit dir mitgegangen, keine Ahnung. Ach, ja. Es ist manchmal so ein paar Fehler drin, die mich schon genervt haben. Sie hätte nicht alleine losziehen sollen, weil sie absolut hilflos ist, weil sie taub ist. Aber trotzdem, dass sie halt einfach alleine gegangen ist, das fand ich halt einfach schon beeindruckend, weil sie ist schon ein ziemlich cooler Charakter in dem Film. Das stimmt, sie ist ein cooler Charakter, nur ich fand halt, ich habe auch ihre Motivation verstanden, ja, weil sie ja quasi mit dafür verantwortlich ist, dass sie dieses Mittel, dieses, ich nenne es mal Heilmittel, gefunden haben gegen diese Invasion. Aber ich fand es dann doch sehr egoistisch, was sie getan hat. Aber ganz ehrlich, was ich dann nicht verstehe, ist sie wirklich die Einzige, die sie herausgefunden hat? Naja, wie gesagt, der erste Teil hatte schon Logik-Sachen, über die man nicht nachdenken sollte. Und der zweite hat das erst recht. Und das, also, dass wirklich vorher noch niemand drauf gekommen ist, dass diese Aliens, die so gut hören, vielleicht anfällig gegen, ich sag mal, Ultraschall sind. Wer hätte es gedacht, ne? Also, ja. Es gibt aber beim zweiten Teil eine Sache, die ich echt zu kotzen fand, die ich richtig, richtig scheiße fand. Und die hat zu tun mit der Reise von Emmett und Regan. Oh ja, bitte. Denn ich weiß nicht, was mit dem John Krasinski, der das Drehbuch auch geschrieben hat, los war. Ich glaube, er hat das Drehbuch abgeliefert und dann hat irgendwie ein Produzent gesagt so, ja, John, pass mal auf, ist schon ganz gut, aber das spielt doch so Endzeit oder so. Oh ja. Ja, pass auf. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Weißt du, was in der Endzeit fehlt? Nee, was? Böse Menschen. Ich musste so sehr daran denken, weil ich hatte, letztes Jahr kam mir Bird Box raus und Silence. Und da sind immer die Menschen, die bösen. Es gibt immer einen Clan, der durchdreht und. Genau, und Menschen frisst und. Gott, es ist so klischeehaft. Ja, das hat mich auch tierisch genervt, weil vor allem, warum sind sie da und haben noch nicht längst nicht die Insel gestürmt? Das sind doch lauter Boote. Also, ich meine, wenn die wirklich so verdorben sind, warum hängen die da immer noch am Strand rum? Also, das habe ich auch nicht verstanden. Ja, wirklich. Und sind einfach nur da, das war halt einfach nur Kanonenfutter für die Leinwand. Ja, und auch diese Jacke, die sie, oder diese ich nenne es mal Zwangsjacke mit den Glöckchen, die sie da, wie transportieren die? Ja, warum machen die das? Ich meine, es hat für die überhaupt keinerlei Nutzen.
Ja, es wird auch nicht erklärt. Ja, das ist ja wirklich so, übrigens, wir sind böse. Punkt. Und das ist, ich meine, klar, dass das hat natürlich wieder so einen Action-Part mit eingebracht, ja, weil da konnte halt auch Emmett mal zeigen, dass er auch Badass ist und auch recht clever. Aber ich saß da im Kino und dachte, nee, das hätte es nicht gebraucht. Ja, war so ein bisschen eine kleine Szene von Walking Dead nachgespielt. Gut, ich gucke für Walking Dead seit ein paar Staffeln auch nicht mehr. Ja, wegen dem halt. Genau, wegen dem halt. Wegen sowas halt. Wir bauen uns eine Stadt auf und reißen sie wieder nieder. Und in der nächsten Staffel machen wir dasselbe. Genau. Was? Coole Idee. Hier habt ihr das Budget. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, der Film hat ja eine 16er-Freigabe in Deutschland und in den USA ein PG-13. Und ich fand es schon sehr, sehr bezeichnend, dass der Film halt nicht so blutrünstig ist. Also ich erwarte jetzt von dem Film keine Splatter von Tim, Gott bewahre. Aber es gibt halt wirklich einige Szenen, wo diese Aliens halt da durch diese Menschen bersten. Und ich dachte mir immer so, echt? Das war's? Also das hatte irgendwie wenig Impact, weil die schlagen halt mit ihren Klauen, die haben ja diese riesigen Klauen an ihren Extremitäten und dann fliegen die Menschen nach links und rechts, aber nirgends von einem Tropfen Blut. Bin ich der einzige Gorehound hier oder fand ihr das auch ein bisschen komisch? Nee, eine adäquate Menge an Blut, das finde ich schon recht sinnvoll. Ich bin auch eigentlich schon ein Fan von blutrünstigen Filmen und ja, da hast du recht. Das ist mir ehrlich gesagt nicht so aufgefallen, weil ich eher darauf geachtet habe, in welche Richtung die Menschen fliegen. Aber jetzt so im Nachhinein, ja, du hast recht, da ist eigentlich fast kein Blut geflossen. Ja, fühlt sich auf jeden Fall sehr befremdlich an, wenn auch Reagan durch so einen zerstörten Zug stapft, rechts und links alles verweste Leichen, aber wenn jemand... Aber sie riecht auch nichts. Das muss stinken wie die Sau. Ja. Die Atmosphäre hat gefehlt. Ja, also es ist wirklich dieses, nur so ein bisschen Blut, das an der Wand klebt oder sowas, das macht dann doch ein bisschen viel, macht was aus. Aber das ist eben nun mal dem geschuldet, dass PG-13 sein muss, um möglichst viele Menschen erreichen zu können. Weil ich weiß nicht, ob habt ihr diesen 1917 gesehen? Nein. Okay. Weil der hatte, glaube ich, auch eine FSK 12-Freigabe. Und da hat es eben auch mal so Leichen und ein bisschen Blut gesehen. Und das war sehr, sehr gut umgesetzt. Und ich glaube, das hätte ich mir für Quiet Place 2 auch gewünscht. Weil es hatte teilweise schon ein bisschen was Cartoonhaftes, wenn halt wirklich links und rechts die Menschen um die Ecke fliegen, fand ich. Ja, vor allem, wenn auch auf die Aliens eingedroschen wird, wenn mit der Shotgun geschossen wird, spratzt es ordentlich an Alienblut sozusagen. Aber sonst... Das Fleisch fliegt weg, aber wirklich so eine Blutlache ist da nirgendwo. Das stimmt eigentlich. Für das, dass da eigentlich relativ viel gemetzelt wird, ist halt einfach, vielleicht ist ihnen das Kunstblut ausgegangen, man weiß es nicht. Es gibt übrigens noch eine Sache. Ich habe ja schon gesagt, dass im ersten Teil ja quasi das Ende von Mars Attacks kopiert wurde. Ja. Jetzt haben die Aliens aber noch eine zweite Schwäche und da haben sie M. Night Shyamalans Science kopiert, denn die Aliens können nicht schwimmen. Ich möchte eines Tages einen Zusammenschnitt sehen, wie dieses Aliens ins Wasser fällt, ertrinkt und man dann sieht, wie David Hasselhoff in Baywatch zur Rettung rankommt. Okay, wie fanden die das eigentlich, als sie Reagan und Emmett dann auf dieser Insel waren und dann halt so ein bisschen, hattet ihr auch das Gefühl, als sie in diese Gemeinschaft ankommen, dass nachdem halt gezeigt wurde, Menschen sind auch böse am Strand, hatte ich auch dieses Gefühl, so, oh Gott, das sind wahrscheinlich Kannibalen? Ja, ja. Ja, definitiv. So ein bisschen, die haben es mir ein bisschen versaut. Aber nee, Gott sei Dank sind sie ja da bei den guten Menschen von The Walking Dead angekommen und durften dann ihr Dorf, das natürlich dann wieder zerstört worden ist. auf eine unfassbar dämliche Art und Weise. Ja, genau. Kann man mal bitte sagen. Ach, also, scheiße, das Schiff ist hier doch angekommen. Oh Gott. Wir haben den jetzt ganz schön zerpflückt, so das Ende, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, also wir sind mehr auf die Lacher vom Skript eingegangen, dass, ja. Wie gesagt, also ich glaube, man darf sich da keine Gedanken drüber machen. Ja, aber trotzdem, das war das, was ich gemeint habe. Der erste und der zweite, das Ende, die kannst du einfach 1:1 aufeinander legen und das ist eigentlich dasselbe. Bloß, dass sie halt einfach einen krasseren Verstärker zum Schluss hatte. Und das ist das, was mich halt einfach nervt, dass das einfach genau dasselbe Ende ist, bloß mit mehr Level Up. Mehr war es nicht. Ich fand halt, dass der Film halt am Drehbuch wirklich kränkelt. Das ist mit meinem größten Kritikpunkt. Und ich muss auch gestehen, sie versuchen ja diese Welt, diese neue Welt der Stille, auch ein bisschen zu erweitern. Und das fand ich das halt komplett fehlgeschlagen. Halt mit diesen bösen Menschen am Strand und so. Da war ich dann doch sehr enttäuscht. Ja, vor allem, dass so viele überlebt haben in der Zeit. Ja, furchtbar.
Furchtbar. Ja. Ich will eine Apokalypse ohne Menschen haben. Ich werde das jetzt hier beenden. Ich glaube, wir sind durch, oder? Habt ihr noch irgendetwas, was ihr jetzt loswerden wollt, außer euer Fazit? Nee, ich glaube, braucht es nicht mehr. Ich bin raus. Okay. Dann ist es Zeit für unsere Punktevergabe. Ihr könnt vergeben 0 bis 5. Und wäre ganz nett, wenn ihr eure Bewertung auch noch kurz begründen würdet. Und ich fange mal mit dem Mann an, dessen Namen ich nicht mehr aussprechen will, weil er böse ist. Ich gebe solide 3. Das ist ein ganz guter Durchschnitt. Leute, die den ersten Teil mochten, mögen den zweiten Teil auch. Man kann sich da schön reinsetzen. Das ist ein guter Genrefilm, Actionstreifen, was in die Richtung geht, der die Apokalypse mal wieder auf die Leinwand bringt. Ist der bessere Bird Box, Silence, was auch immer. Hat aber ein paar Schwächen im Skript, über die man hinwegsehen muss, um ihn voll genießen zu können. Aber sonst, ja, ist ganz gut. Also 3. Ist der fertig, Anna? Ja, er ist fertig. Gut, dann darfst du jetzt bitte deine Punkte machen. Okay, bei mir ist es auch 3, weil ich fand ihn eigentlich so ganz solide, war ein schönes Popcorn-Kino. Wie gesagt, ist halt wieder so ein Film. Eigentlich ist es besser, da nicht viel drüber nachzudenken, sondern einfach den Film zu genießen und dann ist der auch wirklich gut. Und ja, sobald man da ein bisschen das Grübeln nachdenkt, vielleicht wäre es eigentlich für den Film besser gewesen, wir hätten direkt nach der Preview dann unser Statement dazu abgegeben, weil dann hat man nicht so viel Zeit zum Nachdenken. Also dann hätte er vielleicht noch eine 4 gekriegt, aber jetzt so halt eine 3. Ja, gut. Ich bin ein bisschen härter als ihr. Ich gebe nur 2,5. Ich konnte halt einfach über diese Drehbuchschwäche nicht hinwegsehen. So ab der Hälfte hat er wirklich stark verloren für mich. Trotz allem aber ein solider Film und ich bin da derselben Meinung wie von einem Typen, der gerade eben geredet hat. Ich weiß seinen Namen gerade nicht. Wenn ihr den ersten mochtet, werdet ihr auch den zweiten mögen. Wenn ihr beim ersten aber schon so die ganze Zeit da rumsaßt, also, was soll das? Warum macht ihr das? Warum geht er dahin? Dann solltet ihr euch den zweiten Teil, glaube ich, besser nicht ansehen. Ja, dann sind wir durch. Dann danke ich euch für eure Zeit und für eure Meinung. Und ich sage Tschüss und ich überlasse euch die letzten Worte. Ihr könnt natürlich gerne auch ein bisschen Eigenwerbung machen. Das ist ganz euch überlassen. Mich findet man bei Popcorn und Nachos und im Popcast. Dann bis bald, hoffentlich, Anna. Gut, ich bin erster Vorstand vom Comicaze Stammtisch, das ist der Münchner Comicverein. Wir haben jeden zweiten Mittwoch im Kleenze 17 unserem Stammtisch. Wann der nächste ist, kann ich jetzt voraussichtlich noch nicht sagen. Aber normalerweise, wenn wieder alles in Ordnung ist, jeder zweite Mittwoch im Kleenze 17. Jeder, der Comics zeichnet oder interessiert ist, kann da gerne vorbeikommen. Ja, das war's von mir. Tschüss. Tschüss. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.